Leckere French Toast aus 2 Zutaten in nur 5 Minuten? Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr benötigt Brot, Milch, neutrales Öl oder Butter und Toppings. Zuerst kommt deine Milch oder Milchalternative in einen tiefen Teller. Danach kannst du schon damit beginnen, dein Toastbrot in der Milch einzutunken, bis es komplett vollgesogen ist. Danach darf dann auch schon die Butter in die Pfanne. Wenn sie komplett zerlaufen ist und langsam anfängt zu blubbern, kannst du auch schon die erste Toastscheibe mit reinlegen. Wenn du denkst, du hast genug gebraten, pack sie am besten auf ein Schneidebrett und drittel sie einmal. Danach können sie auch schon auf einen Teller und du kannst sie mit all deinen Toppings nach Wahl garnieren. In dieser Variante garniere ich 50-50, nämlich eine Seite mit Ahornsirup und Blaubeeren und die andere mit Apfelmus und Zucker und Zimt. Und et voilà, so sieht das Ganze dann aus. Viel Spaß beim Nachmachen.